Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Vorszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir so albern vorkomme, aber wir sind in der Aufnahme mit Steffen, hallo. Da wird man immer albern. Ja, da wird man immer albern, aber nee, weiß ich nicht. Dadurch, dass du eben die Anmod gemacht hast und jetzt ich, das ist ein ganz komisches Gefühl. ja, wir spielen eine kleine Weihnachtsrunde hier, Leute, auf einer fröstelig kalten Map. Deswegen haben wir uns auch eine dicke Jacke angezogen, spielen hier Sieb. Mal gucken, mal, was wir heute so machen werden. Wir wollen über ein paar weihnachtliche Themen reden. Wir haben eben schon bei Steffen über ein paar weihnachtliche Themen geredet, je nachdem, wann deine Folge kommt. Wir können mal gucken, ob wir das abstimmen, aber schaut auf jeden Fall bei Steffen vorbei. Da kommt die erste. Das wäre nett, danke. ja, gut, das ist ja natürlich jetzt nicht so eine Sieb-Map hier unbedingt, ne? Also ich gehe jetzt hier so EMP-mäßig. Du gehst EMP-mäßig. Oh. Ja, gut, dann mache ich mal einen Standard-Nukes hier. I'll try at least. Ich bin aber ein bisschen unentschlossen, was ich hier bauen soll. Damals haben wir Finn auf diese Map tot gerusht. Ah, mit. Du hast Finn und Ambu hier mal gespielt. Nee. Nur Finn. Gegen Finn. Das ist schon ewig her. Dann habe ich mit Motek zusammen den hier tot gerusht. Dann haben wir das irgendwie Provid mit. Pro wird getasert oder so genannt, deswegen. Der Klassiker. Ah, wir könnten noch eine Batterie. Ja. Erstmal die Schwarmarketen hier. Zack. So. Ja, dann hau mal raus. Worüber ja, ein Thema. Ich bin schon am Überlegen, aber ich habe jetzt natürlich noch nicht vorüberlegt. Was esst ihr zu Weihnachten? Was ist so Weihnachten? Dein. Genau. Also ich glaube, es gibt häufiger Wild, aber es ist halt auch schon wieder ein Jahr her, ne? Das ist schwer, sich sowas zu merken. Was macht denn die Bottom Base da? Die rastet aus, hast du... Oh. Oh shit. Das wird jetzt gar nicht gut. Ist halt unangenehm, dann, ja. Hast du einen Sniper? Gleich, ja. Bottom Base hat oben übel viele Minigun. Alter, die haben so viel. Oh mein Gott. Das Sandsäcke. Die Gunner werden nicht fertig. Jetzt ist einer fertig. Die Bottom Base hat Minigunner oder was? Die haben oben Gunner auf jeden Fall. Die nehmen die EMPs aus. Oh, ach, die Gunner treffen. Ja, so. Ne? Ja, Gunner, verstehe. Also, was war jetzt dein Weihnachtsessen? Das habe ich schon wieder verpasst. Hier wild, quasi. Also, Hirsch oder so. Ja. Schmeckt auch echt geil. Finde ich. Ich habe mal ein paar rausgenommen. Und der hat oben halt drei rein. Ach, da oben. Ja. Also, der untere oben, da. Alter. Der Brandschaden. Boah, der jetzt kommt der mit Smoke. Ah, die haben sich abgesprochen. Hier. Ja, man kann gar nicht schön entspannt reden. Ja. Mann. Bei uns gibt es meistens traditionell immer Raclette. Ja, das gibt es für uns immer Silvester. Ah, schön gemacht von ihm. Ja, Silvester machen wir das nämlich auch. Wir sind so richtige Raclette-Menschen. Tatsächlich. Raclette? Everyday. Ist halt auch einfach geiles Essen, ne? Also. Wer brennt denn da zu Tode? Bottom Base. Wir haben mal ein paar Schwarmarken jetzt auf den Sack. Oh. Hast du einen Nukem Upgrade? Ne, noch nicht. Ich bin gerade erstmal auf Verteidigung bedacht gegen die schweren Mörser, die da wahrscheinlich bald kommen werden. Mhm. Oh Junge. Okay, ich habe da einiges rausgenommen. Gerade jetzt gehe ich für ein Upgrade. Da sind aber unten noch viel zu viele Minigunner oben. Also Gunner generell. Ja. Nicht Minigunner. Für mehr AP-Sniper. Let's go.
Das ist jetzt schlecht. EMP. Ja, glaube ich. Oh, what? Das hat nicht getroffen. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Oh, anstrengende Nummer. Ich glaube, wir brauchen eine Reparaturstation. Der geht ja gar nicht. Nein! Einfach ein Kontrat davon verloren, ey. Das ist so anstrengend. So. Du bist gleich durchgelaufen. Kommst du klar sonst so? Geht. Ich weiß nicht, wie lange noch. Ich weiß nicht, was die halt gleich bringen. Ich habe halt keine Waffen. So, ich nehme ja langsam alles raus, was die da haben. So, zack, weg damit. Ich habe einen Smoker. Wo soll ich den hinsmoggen? Wann schießt du die Nukes? Ich würde auf Top Base empfehlen. Okay, höher kann ich nicht schießen als Bottom oben. Keine Energie gerade, warte. Vielleicht mit Nuke. Ist hier jetzt unglücklich gelaufen. Sehr schön. Okay, sehr schön. Critical hit. Oh, heftig. Lol, trifft sich selber. Okay. Kann smoken. Ja, ich halte einfach erstmal rein, so mit. Ja, genau. Swarms. Nice, da ist wieder was flitten gegangen. Ich gehe jetzt für noch eine zweite Nuke. Ah, ne, ich brauche erstmal Energieproduktion mit. Gerade. Der brennt. Schmerzhaft. Top Base hat jetzt leider Doppeldoors. Da komme ich mit dem AP-Sniper nicht mehr weit. Oh, nevermind. Ach, das gibt's doch gar nicht. Dass die durchkommt. Ja. Probier's mal mit dem AP-Sniper da rein. Ah, wo sitzt das denn, das Ding? Kannst du AP-Sniper oben auf die Tür schießen? Auf die da? Auf welche? Auf die ich auch schieße. Jawohl, perfekt in die Sandsäcke reingesetzt, so kennt man's. Ist nichts drin? Okay, ist nichts dran. Perfekt. Na, jetzt muss ich oben painten, sonst. Alles gut. So, sehr gut, kritischer Treffer. So, jetzt hole ich mir die zweite Nuke. Oh, das kann kritisch werden. Oh nein. Das ist das ein Nuke? Ich weiß es nicht. Ne, sind zwei Marken. Das ist okay. Bis auf die Reparaturschutzgut tut ein bisschen weh. Aber es geht. Ich hab's überlebt. Jawohl, Jammer. Scheiße. Bisschen zu tief. Oha, unten leidet. Hallo? Ich leide gerade auch ein bisschen. Oh, da kommt ein EMP. Sehr gut, der hat keine Gunner mehr. Oh, die ist einfach durch! Was ist das denn? Da habe ich halt 10 von 10 nicht hingepainted, wo die hingeflogen ist. Aber naja, gut. Ich hole mir noch mal ein paar mehr Gunner hier. Das gibt's doch gar nicht. Ne. Doch, bei Roller. So viel zur Weihnachtsfolge hier. Entwickelt sich zu einem Krampf-Game. Wirklich anstrengend. So, jetzt kann ich hier nichts. Jetzt gibt's da aber richtig Ramsamsam. Der ist schön gewesen. Oh, ich flotte.
in meiner Gunner haben nicht so Lust zu schießen. Meine auch nicht. Das ist dann wild. Komm schon, zieh doch die Tür. Jetzt zieht die Tür nicht. So, pass auf, jetzt kommt wieder die glorreiche Drüberflieg-Nuke. Nein, 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 endlich nicht. Okay. Das fängt einfach alles an zu brennen. Ist das schlimm. Oh. Du kämpfst da unten mit dem, kann er sein. Oh, das ist ein Core Damage. Ich wollte mit meinem Sniper leider nicht ganz den Winkel nach da unten hin. Das reicht aber. Das macht schon gut Schaden hier unten. Das hat schon hier einiges bewirkt auf jeden Fall. Der ist richtig offen, der untere. Wenn da noch ein Nuke reingeht. Ja, gut. I try. Ich kann leider nur so gehen. Ich versuche mal meinen Sniper zu nehmen. Noch eins bauen. Oh, das war zu tief. Actually imagine, war es nicht. Au, 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 au. Alles brennt. Ah, der hat eine Smoke Station. Top oder was? Hm? Top oder was? Top. Ja. Was war das denn? Heavy Sniper. Das Sniper? Was? Ja. Ah, nicht ganz so effektiv leider. Ich hätte ein bisschen versetzter schießen müssen. Aber ja, war okay. Komm ich mit dem hoch genug? Oi. Nee. Ja, genau. Wo war ich stehen geblieben? Beim Skifahren. Ne, beim Essen war ich. Oder beim Essen, ja. Ihr esst Raclette, hast du gesagt. Ja. Raclette einfach. Baba. Wir eskalieren halt auch immer so richtig krass beim Raclette. Oh shit, das wird glaube ich nichts. Jetzt habe ich einen Smoke reingepainted. Ja, die Nuke denkt sich so, bye, have a great time. Ja, was packst du denn da so am liebsten drauf? Am liebsten? Das ist schon... Jetzt hab ich einfach zwei Abyssen, aber das ist gar nicht so klug. Am liebsten packe ich da, glaube ich, tatsächlich Linsen drauf. Linsen? Linsen sind drauf. Ziemlich geil im Raclette, ja. Ja? Schafskäse ist auch immer ziemlich fett. Hatte ich auch noch nie drauf, holy shit. Vielleicht mache ich Raclette immer falsch. Ja, ich glaube auch. Asgard holt jetzt schon GG. Wir sind noch mit dem Raclette-Thema noch nicht durch, Million. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Das glaube ich nicht. Oh nein, schon wieder ein Smoke gepainted. Ja, die Jungs denkt sich schon wieder. Tschüss. Oh oh. Kidneybohnen sind auch immer sehr fett. Ah ja, mittlerweile ist es schon so ein richtig extravagantes Raclette geworden, aber es ist halt auch einfach geil. Also ich bin halt Fan von Zwiebeln, so generell im Essen. Zwiebeln, ja, auch sehr nice. Einfach immer nice. Aber ich werde dafür von der Family gehatet. Was? Warum? Weil das immer so stinken würde. Ich meine, andere Menschen packen sich da Thunfisch drauf, danach riecht die ganze Bude einfach wie tot. Und mir wird die gute Zwiebel vorenthalten. Boah, es reicht einfach noch nicht. Ja, aber Zwiebeln sind doch einfach wirklich das geilste Gerät auf Erden, so. Finde ich auch. Also du kannst, also Zwiebeln machen halt alles besser. Eben. Außer eben. Vielleicht Pudding. Aber sonst. Außer vielleicht alles. Pudding. Ja, da würde ich auch zustimmen. Pudding vielleicht nicht. Ja, Leute. Das war eine Folge. Vor 2 gegen 2 mit Steffen. Ein kleines Weihnachts-Special, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Steffen vorbei. Und dann sehen wir uns die Tage, ne? Haut rein. Ciao, ciao.